Herzlich willkommen zurück zu Avas WoW Daily, heute eine Instanz mit meinem Holy Parler in den Shadowmoon Burial Grounds mit einer random Gruppe, in denen ich niemanden kenne, auch wenn einer von denen von unserem Server ist. Nee, ist er nicht. Entschuldigung, nein, ist er nicht. Aber der Tank muss gut sein, denn er heißt Kakarot und für die, die es nicht wissen, Kakarot, der Saiyajin-Name von Son Goku. It is best to turn back. Wir buffen mal Stats. Mastery müsste der Shami geben. Der Shami macht ziemlich gut Aua. Der Hexer ist dafür ziemlich miserabel. Der fährt gerade irgendwie nur 3,7 kdps. Hat er denn kein Gear oder was? Oh, ja. Und er hat als Hexer das Trinket mit Wille an. Warum auch immer. This was once a place of peace. A place for eternal rest. Ganz klare Sache, man sockelt natürlich, man nimmt natürlich als Hexer das Wille Trinket, denn man will ja Schaden machen. Darum der Wille Proc. Rivers of the damned, rise! Rise in the name of darkness! Rise in the name of Ner'zhul! Wo willst du hin? Andere Seite. Entscheid dich, du Spargel! My axe. Es ist ziemlich nervig, wenn die Leute alle tote Mobs im Target haben. Wegen meinem Makro für den fürs Richturteil. Ja, halt sie dir selber weg, wenn du durch den Brunnen laufen musst. Bam. Und noch eine. Pff, ne. Das heile ich dir nicht weg, du Idiot. Da kannst du selber drauf warten. Mach die Augen auf, er stirbt. Aber sowas. Nee. No way. Das Problem ist, es ist ein Affilock und er wird es sich selber wegheilen. Wo sind denn die Spinnen jetzt? Ach, da kommen sie. Was ich ihm erzählen wollte, das Makro für mein Richterteil geht immer auf das Ziel von meinem Ziel. Also das, was der DK jetzt im Target hätte, würde mein Richterteil abbekommen. Damit ich nicht mal durchswitchen muss, sondern beim Heilen nebenbei einfach das Richterteil setzen kann. Nur wenn der halt einen toten Mob im Target hat, so wie jetzt gerade noch, dann funktioniert es nicht. Und wir bekommen Besuch, weil wieder jemand sein Pet nicht weggepackt hat. Ach ja. Immer wieder schön, sowas anzunehmen. Wo ist denn der Hexer? Dann stirbst du jetzt halt, mir wurscht. Wo hat er die denn alle her?
gibt's doch gar nicht. So, alles tot. Sehr schön, inklusive Hexer. Der bekommt von mir keinen Retz, der darf liegen bleiben. Buff hat er nämlich auch nicht. Dann nur mal einen von denen, und dann kicken wir jetzt gleich. So. Wow, sie haben es mal geschafft zu kicken. Das ist ja mal etwas. So. Ich bin gespannt, wie viele Leute von denen jetzt gleich wieder über die Runen drüber laufen. Vermutlich alle. Ohne zu merken, dass sie Schaden machen. Vielleicht haben die Leute das im nächsten Addon endlich mal verstanden, dass die Runen Schaden machen. Ist ja meistens so. Ancestors of the Shadow Moon, shine in the darkness. Lend me your strength. Extra sollte da jetzt weggehen, ansonsten kriegt er den Dolch ab. Er kriegt den Dolch ab, gut. Das heile ich ihm aber nicht weg. Nein. Das sehe ich nicht ein. Yes, the perfect sacrifice. So was heile ich nicht. Er kriegt AOE-Heal ab aus Versehen, aber mehr auch nicht. Destruction! Da steht das bestimmt sowieso. Rip Hexer? Na, nicht ganz. Beware! Schade, mein Prisma trifft ihn immer noch, aber naja. Es ist nur eine Frage der Zeit. Vermutlich wird er bestimmt beim nächsten Boss einfach mal ein bisschen was zusammenziehen, wenn er aus Versehen über die Runen drüber läuft und dann war es das sowieso. Über die Gräber meine ich nicht, über die Runen, über die Gräber drüber läuft und dann. Da hat er gerade noch so überlebt. Sein Glück. Ner'zhul will not hear us. He hears only darkness now. Hexer und Dings sind jetzt irgendwie beide weg, wohin auch immer. Dying souls will fuel my ascension from the darkness. Den Boss finde ich eigentlich ziemlich cool, Nadish. Er sieht cool aus und hat eine geile Stimme, finde ich. Er schreibt bestimmt gleich noch ein bisschen öfter.
before me. Oh yeah. So, ich denke mal, der Hexer wird jetzt so ziemlich alles zusammenpulen, was nur geht. Your undying souls. Yes, come closer. Your souls are strong and proud. I will feast on your terror. Run away, little girl. Escape the void. Oh, nichts getriggert beim Weglaufen. Aber jetzt wahrscheinlich. Flee from your former masters. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Hexer gleich beim nächsten Boss schön gefressen werden wird vom Wurm. Das Trinket hätte ich damals gerne gewollt. Wille und Crit Proc. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, das Ding triggert sich von alleine. Mich immer schon gefragt, woher dieser Geist von hinten kommt, obwohl alle hier vorne stehen. Aber der triggert von alleine. Gut zu wissen. Sacrifice den DK. Shami auch. Ich sollte das einfach lieber stacken lassen. Macht eh kaum Schaden und wenn ich es dispel, ist eh sofort wieder da. Das lohnt sich vermutlich kaum, aber jetzt machen wir es mal weg. Ist der Tank nicht jemand mir vorbeigelaufen? Wo ist er denn? Dankeschön für das Death Venom, was vermutlich gerade beides auf mich ging. Nix zum Looten da, schade.
erstmal ein bisschen Schaden mitmachen, denn Schaden kommt hier eh nicht rein. Wenn der Kulte Federmäuse, aber. Nee, ich glaube nicht. Mal spare ich mir das Dispeln. Ich denke mal, das lohnt sich sowieso nicht. Ja, jetzt kann ich es mal einmal wegnehmen. Hat gerade aufgefrischt. Ja, ein paar Sekunden ohne. Auch nicht schlecht. Wurm Nummer 2. Ich bin mir sicher, der Hexer wird bestimmt gefressen und tümpelt dann unten irgendwo im Wasser rum. Lian kommt. Run away, little girl. Run away. Yep. Beware. Wow. Na, mittig zu stehen ist keine gute Idee. Wo ist der DK? Unten im Wasser. Ja, drei Leute im Wasser. Beware. Was ist denn so schwer, diesem großen Wurm auszuweichen? Ernsthaft einen Battlegats gegeben? Ernsthaft? Ein Hexer Battlegatzt man nicht. Selbst ich mache mehr Schaden als der Hexer. Und ich bin Heiler. Traurig sowas echt. Thank you.
Oh, sie haben es geschafft zu kicken. Wow. Finde ich denn das? The darkness, it flows with it. So, schauen wir uns die Kampffrau schon gegeben. We walk in the realm of death itself. Beware. 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 King of bone and shadow. Army of the dead, arise. Beware. 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 Ja, Hunter, wenn du nicht rausgehen willst, dann wirst du jetzt eben ebenfalls sterben. Oder eure Dummheit halte ich echt nicht gegen. Beware. Das sehe ich gar nicht an. Nee, nicht der Puppenkeil, Kaspar, ne? Beware. A kindling of bone and shadow. Army of the dead. My power will ripple across eternity.